Lektion 84, Wiederholung der Lektion 67 und 68. Lektion 67, die Liebe hat mich erschaffen wie sich selbst. Und Lektion 68, die Liebe hegt keinen Groll. Ihr seid wahrhaft gesegnet und ich bin der, den ihr als Jesus kennt. Und es ist wirklich wichtig, dass ihr diese heutigen Lektionen wirklich tief kontempliert, also tief darüber meditiert oder nachdenkt. Die Liebe hegt keinen Groll. Und das bedeutet, als ein Wesen, das aus Liebe erschaffen wurde, durch die Liebe und für die Liebe. Wenn du das als ein solches Wesen tust, dann verbirgst du deine wahre Natur vor dir selbst. Also wenn du einen Groll hegst, dann wirst du leiden, denn du bist dann nicht mehr verbunden von der Wahrheit. Und die ist, dass du ein liebendes Wesen bist. Das ist eine ganz einfache Praxis. Aber dieses Sagen solcher Worte scheint keinen wirklichen Einfluss zu haben. Du wurdest in deiner Gesellschaft in einer solchen Weise trainiert, dass du nicht glaubst, dass so etwas, solche Worte zu dir zu sagen, irgendetwas verändert. Sie sagen zu dir, das ist eine objektive Welt. Wenn du irgendetwas anderes denkst oder irgendetwas anderes sagst, dann macht das überhaupt keinen Unterschied für das da draußen. Das da draußen ist fest, das ist real, so wie eine Hardcopy. Aber wir sagen euch, das ist ein Ausdruck von der Software, also was wie vom Computer ausgedruckt ist. Von der Software, die die ganze Zeit in deinem Kopf läuft. Du verstehst diese Parallele, diesen Vergleich. Das ist, als ob Malware in deinem Computer installiert ist oder Schadsoftware. Und das, was ausgedruckt wird, wird dann irgendwie verzerrt oder verdreht. Und die Wörter sind dort nicht richtig geformt. Und das ist das, was geschieht in deiner Welt. Also die Malware oder die Schadsoftware, die in deinem Kopf installiert wurde, die du in deinem Kopf installieren lassen hast, zum Beispiel, dass du hässlich bist oder dass du sterben wirst oder Gott ist rachsüchtig und er hasst dich und er wird dich bestrafen und er hat sogar seinen geliebten Sohn bestraft in der fürchterlichsten Art und Weise. Und das, obwohl diese Person so gut war. Und wenn der schon so gut war, was wird dir denn passieren? Und das sind die Geschichten der Schadsoftware, die heruntergeladen wurde in dein Hard-Drive-System, wenn man das so nennen will. Und diese Worte zu sagen, während des ganzen Tages, sie anzuwenden, sie wertzuschätzen und eventuell sie zu glauben und sie zu integrieren. Und das bedeutet, dass du quasi die Schadsoftware von deinem Computer entfernst. Und so wird das, was ausgedruckt wird, klar und rein, also sehr gut verständlich und lesbar und verständlich. Das ist es, was wir hier suchen. Wir wollen hier das reinigen, was nicht zu deinem Heiligen Geist gehört. Also wenn du einen Groll hegst und wenn du einen Widerstand fühlst und wenn du schnell auf jemanden ärgerlich wirst, dann beobachte, was geschehen ist. Du hast dich für einen Moment von der Liebe abgelöst und du fühlst dich furchtbar und du willst dich wieder verbinden mit der Liebe, damit du dich wieder gut fühlst. Und so lässt du es gehen. Als Beginner des Kurs in Wunderns, dann wirst du getriggert werden und du wirst emotional sein und du wirst aufgeregt sein oder außer dir. Du hast so viele kontaminierte Ideen in deinem Geist. Aber was du tun kannst, ist diese Lehre hier als das Heilmittel zu nehmen. Und was du tun kannst, ist, anstatt in einer große, schwierige, anstrengende Auseinandersetzung mit jemandem zu gehen und Diskussion,
Du kannst sagen, es dient hier niemanden von uns zu kämpfen oder zu streiten. Ich wähle Liebe, ich liebe dich. Und du wirst überrascht sein von einigen Dingen, die dann geschehen. Einige Leute werden deine Liebe ablehnen. Einige werden aufstehen und dich in den Arm nehmen. Aber du wirst beginnen zu sehen, dass du nicht mehr deine Zeit verschwendest und deine Energie verschwendest mit Dingen, die du nicht magst und an denen du nicht teilnehmen möchtest. Dieses Buch ist reine Medizin und es wird dir Frieden bringen. Und du wirst sehen, dass es wie ein wissenschaftlicher Prozess ist. Reinige die Hardware, entferne die Malware oder die Schadsoftware von deinem Programm. Das wird den Ausdruck oder das Ausgedruckte viel, viel mehr verständlicher oder klarer machen oder nachvollziehbarer. Ich bin der, den ihr als Jesus kennt, und wir sehen uns morgen.